Herzlich willkommen bei Phonophono in Berlin. Während der letzten Videos wurde ich immer wieder angesprochen auf ein Thema, das seit der Erfindung der Digitaltechnik durch die audiophile Szene wabert, kann man fast schon sagen, nämlich, was ist denn nun besser, Schallplatte oder CD respektive digital? Was ist denn nur da dran? Zunächst dachte ich, oh nee, bitte nicht schon wieder dieses Thema. Das ist so ein Thema so ähnlich wie Kabel, da stürzen sich dann alle auf mich. Aber dann dachte ich mir, warum eigentlich nicht? Nachdem ich ja auch ein Kabelvideo gemacht habe, kann ich jetzt eigentlich auch ein Video analog gegen digital machen. Dieses Thema habe ich früher schon häufiger während der Technikabende behandelt. Die Technikabende waren früher so eine Freitagsveranstaltung, die wir hier in Berlin jede Woche gemacht haben, vor Corona, wo es dann eben auch zum Beispiel darum ging, was klingt besser, Platte oder CD oder Streamer. Diese Veranstaltungen haben sich immer wieder wiederholt und so alle Vierteljahr kam das Thema wieder und so habe ich dann so mit jeder Veranstaltung ein bisschen mehr überlegt, wie kann ich sowas darstellen, möglichst unvoreingenommen, wie kann ich jemandem das auch begreiflich machen oder ja erfahrbar machen, der vielleicht gar keine Hörerfahrung hat. Die einfachste und sofort auch jedem ungeübten Hörer zugängliche Methode ist, man baut sich eine Anlage auf für irgendeinen Preis X. Da ich in den letzten Videos eher sehr teure Anlagen vorgestellt habe, möchte ich diesmal nicht ganz so hoch im Preisbereich greifen und habe Ihnen hier neben mir eine typische, tolle Anlage hingestellt, die schon auch Geld kostet, aber eben nicht in einem exorbitant astronomischen Preisbereich. Hier handelt es sich um Jean-Marie Renaud Bliss, kleine, kompakte Lautsprecher, die fantastisch gut klingen und an den Verstärker rein leistungsmäßig keine allzu großen Ansprüche stellen. An den Lautsprecher müssen Sie einfach nur einen Verstärker anmachen, der traumhaft gut ist. Die lösen gut auf, die haben einen schönen Bass, stehen hier auf Ständern von Solid Steel. Aber ansonsten sind das einfach gut gemachte State-of-the-Art Lautsprecher, die so ein bisschen mehr als 2000 Euro das Paar kosten. So, und dann habe ich meine Kollegen gefragt, sag mal, was würdet ihr denn für einen Verstärker nehmen, wenn ihr diese Lautsprecher zu Hause selber hättet? Dann haben die gesagt, dann nimm mal Lavardin ESX, der kostet 2500 und passt in jeder Hinsicht toll zu diesen Lautsprechern. Qualitativ, preislich und auch so von der Optik her. Nicht? Auch ein französisches Gerät, ganz schlicht aufgebaut. Tolle, saubere Technik, 50 Watt Ausgangsleistung, nicht zu viel, nicht zu wenig, aber der kann vor allen Dingen auch im Kleinleistungsbereich sehr, sehr akkurat und sauber verstärken und das merken Sie bei Klangfarben, räumlicher Abbildung, all solchen Dingen, die wichtig sind und für die Sie eigentlich Geld ausgeben sollten, dürfen, können. So, nun kann man anfangen, zum Beispiel mit Plattenspielern auszuprobieren, was passt denn da so dazu? Wie viel Geld muss ich ausgeben, um eine solche Anlage auszureizen? Will sagen, wie viel Geld muss ich in einen Plattenspieler investieren, bis zu dem Punkt, wo ich nicht mehr höre, dass sich bei mehr Geld und Qualität und Leistung des Plattenspielers klanglich noch was tut. Nehmen wir mal an, Sie haben so ein bisschen schon auf Ihren Hi-Fi-Händler gehört, der sagt, naja, so ein Plattenspieler darf schon so viel wie der Verstärker kosten. Da denken Sie sich, das ist ja schon viel, vielleicht gibt es da auch was Preiswerteres. Nehmen wir als Beispiel Rega. Die haben Rega Planer 1, 2, 3, 6, 8, 10 im Programm. Der kleinste kostet knapp 400 und der größte weit über 5000. Das heißt, wir haben hier in einem weiten Preisbereich Geräte, die wir ausprobieren können, die klanglich sich tonal gar nicht so wahnsinnig unterscheiden, sondern einfach nur mit zunehmendem Preis immer gleichmäßig besser werden. Damit meine ich, ein teurerer Rega wird so ähnlich klingen von Ferne wie der kleinere, aber er hat mehr Raum, mehr Bass, mehr dies, mehr jenes, alles, was man sich so wünscht und wofür man das Geld ja eigentlich schon auch ausgeben sollte. So und konkret, Sie können hier zum Beispiel einen Planer 6 hinbauen. Der kostet komplett mit einer schönen Phonostufe, einer Gremsli Era Gold zum Beispiel und einem kleinen Clear Audio MM-System etwa 2000 Euro. Und da werden Sie Spaß haben mit dieser Anlage und sich denken, ja, das ist toll. So, und dann kommt der Händler, der Fiese, und sagt, willst du nicht mal noch ein bisschen mehr ausprobieren? Na gut, denken Sie, warum eigentlich nicht? Von dem lassen Sie sich ja sowieso nichts einreden. So, und dann stellt er Ihnen einen Rega Planer 8 dahin und eine Gremsli Accession,
bei dem gleichen Hersteller zu bleiben, also eine Phonostufe MM, die ungefähr das Doppelte der Era Gold kostet. Der Plattenspieler liegt so etwa bei 2.500 €. Das heißt, jetzt kommen Sie schon ein bisschen preislich über den Verstärker. Und siehe da, da tun sich Galaxien mehr auf. Das ist genial viel besser. Und Sie verfluchen natürlich den Händler bis zu dem Moment, wo Sie sich daran gewöhnt haben und sich denken, naja, eigentlich hat der ja recht und warum eigentlich nicht? Das Leben ist kurz und da so ein Ding hält ja 20 Jahre. Das macht ja durchaus Sinn, Geld für schöne Dinge auszugeben, die vor allen Dingen Ihr Leben bereichern. So, und da können Sie jetzt weitermachen. Da können Sie zum Beispiel einen Nottingham Dice für 8.000 €, einen Brinkmann Bardo für 12.000 bis 20.000 € antun, Phonostufen, die viele, viele tausend Euro kosten. Und die werden alle ein bisschen anders klingen, aber nicht mehr um diesen extremen Qualitätssprung besser im Vergleich zu einem Rega 6:8 hier in dieser Anlage, nicht? Das ist ja immer auf die Anlage bezogen, was ich sage. So, das heißt, Klammer auf, da kommen meine Daumenwerte her, Klammer zu, in einer solchen Anlage mit Lautsprechern um die 2.500 €, Verstärker um die 2.500 €, macht ein Plattenspieler um die 2.500 € Sinn. So einfach ist die Welt. So einfach ist die Welt, wenn Sie jeweils in diesem Preisbereich das Beste nehmen, was der Markt hergibt. So, nehmen wir also an, Sie folgen mir bis hierhin und sagen, ja okay, der Plattenspieler ist soweit gesetzt. Was machen wir nun? Sie wollen auch CD hören oder streamen. Bleiben wir heute mal bei CD, ist einfacher. Dann brauchen wir einen CD-Spieler. Sie sehen, was ich gemacht habe. Ich habe den Plattenspieler mal nach ganz unten gestellt, denn eine solche Ausstellung hier ist ja sowieso nur für dieses Video symbolisch, damit Sie sich die Geräte so ein bisschen vorstellen können und sie vor sich sehen. So, was Sie hier sehen, ist das, wie ich selber in einer solchen Anlage beginnen würde. Ich würde mir einen guten CD-Spieler schnappen, der ungefähr im Preisbereich wie der Verstärker ist, nach dem Motto, naja, das wird ja wohl klappen, denn bei Schallplatte hat es ja auch funktioniert. Und in diesem Fall habe ich Ihnen hier einen Rega Saturn MK3 hingestellt. Das ist ein Gerät, das seit einigen Monaten in einer überarbeiteten Version auf dem Markt ist, ganz ausgezeichnet klingt, in jeder Hinsicht Maßstäbe setzt und bei vielen, die sich auskennen, als Gerät gilt, das einen sehr schönen, angenehmen, logischen Klang produziert. Das heißt, Klangfarben sind da, Raumabbildung ist gut, Höhen, Mitten, Tiefen, alles passt zueinander, Dynamik, Lebendigkeit, all das macht er sehr schön. Sie legen hier eine CD in dieses Gerät ein, hören ein bisschen und denken sich, ja, das ist schon okay. Wenn Sie vorher den Rega Planer 8 gehört haben, werden Sie sich denken, da hat jetzt der Händler aber wirklich was falsch gemacht. Wahrscheinlich hat er irgendwelche billigen Kabel reingetan oder die CD ist nicht gut, die Aufnahme taugt nichts, irgendwie sowas in dieser Richtung. Denn mit der Schallplatte hat sich Ihr Gehör an ein klangliches Niveau gewöhnt, das ein CD-Spieler der vergleichbaren Preisklasse wie der Plattenspieler nicht liefern kann. Ich hatte vorhin schon Bezug genommen auf die Technikabende. Dort war es immer so, dass wir uns bei digital alle erdenkliche Mühe gegeben haben. Die tollsten Kabel, die besten Stromfilter, alles, was uns eingefallen ist, tolle Füßchen unter die Geräte. Und den Plattenspieler haben wir einfach hingestellt. Tja, und trotzdem hat der Plattenspieler mit meilenweitem Vorsprung gewonnen. Sofern CD-Spieler und Plattenspieler im gleichen Preisbereich sind. Was passiert denn jetzt, wenn ich mit digital das Gleiche mache, was ich Ihnen vorher mit Platte erzählt habe, nämlich dass ich mich weiter preislich und qualitativ nach oben bewege? Was Sie nun hier neben mir sehen, ist ein Metronom Le Player 3 Plus. Ein CD-Spieler, der über 6.000 € kostet und nebenbei übrigens einen sehr, sehr guten Digitalwandler hat, den Sie auch von außen her auf zugreifen können, um zum Beispiel einen Streamer anzuschließen. Was passiert nun, wenn Sie ein solches Gerät hier reinbauen, was deutlich mehr als das Doppelte, eher das Dreifache des Verstärkers kostet? Dann werden Sie sich zurücklehnen und bei CD sagen, klasse, so habe ich mir das vorgestellt, so soll das klingen. Und da hat dann auch der Plattenspieler keinen klanglichen Vorteil mehr. Der klingt natürlich anders, wie auch andere CD-Spieler, ich zeige Ihnen gleich noch einen. Aber hier qualitative Unterschiede zwischen Platte und CD
herausarbeiten zu wollen, das geht, hängt aber fast immer mit der CD oder der Plattenaufnahmequalität zusammen oder mit irgendwelchen, sagen wir mal eher geschmacklichen Sachen. Der eine mag die etwas feinere Auflösung bei großen Orchestern, die ein CD-Spieler dieser Klasse hier hinbekommen kann. Der nächste findet diesen Fluss, den ein Plattenspieler hinkriegt, ein bisschen charmanter, etwas einheimelnder und mag das deswegen vielleicht ein bisschen mehr. Das sind aber Eigenschaften, über die man sich sehr lange und intensiv natürlich streiten kann. Können Sie machen, nützt aber nichts, es ist eben was sehr Persönliches und zudem ändert sich das häufig, je nachdem, wo Sie Ihren Hörschwerpunkt haben. Wenn Sie also jemand sind, der hauptsächlich Schallplatte hört, werden Sie sich und Ihr Gehör sich an diesen Fluss, an dieses elegante, logische Zusammenspiel aller klanglichen Details und aller Musiker eine Aufnahme bei der Schallplatte gewöhnen. Wenn Sie sehr viel digital hören, wenn Sie sich an diese feine Auflösung gerade im Hochtonbereich gewöhnen, die ein Plattenspieler manchmal nicht ganz so toll hinkriegt. So, nun haben Sie vielleicht Blut geleckt, wenn Sie so wollen, mit dem Metronom und sagen, Mensch, was gibt's denn da sonst noch? Wie klingen denn andere CD-Spieler in dieser Preisklasse? Dann würde ich sagen, Sie, das meiste, was es an CD-Spielern gibt, würde ich selber nicht kaufen. Es gibt zwar viele Geräte in dieser Preisklasse, aber die meisten klingen so klinisch, so musikalisch tot, dass man das eigentlich nicht benutzen sollte. Ich habe hier aber noch was, nämlich einen Audionode CD2.1 XMK2. Das ist ein Gerät, das ein bisschen altmodisch aussieht, ein Retro-Laufwerk von Philips eingebaut hat und einen New Old Stock Digitalwandler auch von Philips. 16-Bit, 44, genau genommen 48 kHz. Spielt keine Rolle. Ein Gerät mit Röhrenausgangsstufe, das sich so ein bisschen wie so ein 90er-Jahre-CD-Spieler anfühlt und wenn Sie ihn benutzen, so benimmt er sich auch. Wenn Sie den aber in dieser Anlage hören, dann wird sich bei Ihnen eine von zwei Zuständen einstellen, nämlich entweder finden Sie den absolut super genial, toll und wollen ihn nie wieder hergeben oder Sie sagen, tu mir bitte den Metronom wieder hin. Der Metronom ist ein sehr genaues, neutral spielendes Gerät, das in seiner Preisklasse aus meiner Sicht nicht zu übertreffen ist, wenn Sie so wollen, den Stand der Technik darstellt. Der Audionode hier ist ein Gerät, das einen Sound hat. Er ist nicht extrem, aber im Vergleich hören Sie das auch als Laie sofort. Dieser Audionode hier spielt vor allen Dingen bei kleinen Formationen Jazz, Kammermusik, atemberaubend gut. Klavier hat der eine Präsenz, die Sie eigentlich sonst nur von Schallplatte kennen. Oder von ultrateuren, hochauflösenden Digitalplayern, die SACD oder Iris Audio können. Das liegt daran, dass Audionode keinen Digitalfilter benutzt, sondern ein relativ aufwendiges analoges Filter. Und das liegt auch daran, dass Audionode sich ganz bewusst auf CD-Qualität, also 44 oder 48 kHz und 16-Bit beschränkt. Wo Audionode vielleicht nicht ganz das Niveau eines Metronom erreicht, ist bei großen Orchestern, wenn es darum geht, feine Auflösung hinzubekommen oder wenn sie Chöre hören. Das klingt hier interessant, weil die Stimmen enorm präsent sind und sie jedes Wort verstehen können. Aber der Metronom spielt ein großes Orchester oder einen großen Chor souveräner, geht etwas weiter in die Tiefe und ist in meinen Ohren etwas angenehmer, bei dieser Musik zu hören. Das Interessante ist, dass die Geräte jedes für sich ganz ausgezeichnet sind und beide auch einen Vergleich mit einem Plattenspieler nicht scheuen müssen. Allerdings dann das 2- bis 3-fache kosten, je nachdem, was Sie da alles so zusammenrechnen. Nicht wie bei einem CD-Spieler kommen ja noch Kabel dazu, Stromkabel, bei einem Plattenspieler ja noch ein Tonabnehmer und eine Phonostufe. Also man kann sich da streiten, ob der Faktor 2 oder 3 wirklich anzuwenden ist. Sie werden aber keinen einzigen Fall erreichen, wo Plattenspieler und CD-Spieler bei gleicher Hörqualität gleich teuer sind. Und damit möchte ich im Grunde die Frage
naja, fast schon unbeantwortet lassen, was denn nun besser klingt. Klingt ein Plattenspieler besser als ein gleich teurer CD-Spieler? Ja. Klingt jeder Plattenspieler bei gleichem Preis besser als ein gleich teurer CD-Spieler? Nein. Wenn Sie einen mittelmäßigen oder schlechten Plattenspieler nehmen und den in seiner Preisklasse besten CD-Spieler, dann wird der CD-Spieler möglicherweise gleichziehen oder sogar gewinnen. Denn bedauerlicherweise gibt es auch bei Plattenspielern eine große Menge an Geräten, die mittelmäßig oder schlecht sind. Wenn Sie jeweils das klanglich-preisliche Optimum nehmen, also einen Plattenspieler mit extrem gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, wie so ein Rega, und vergleichen mit einem CD-Spieler, der ein herausragend gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, wie ein Metronom oder dieser Audio Note, werden Sie feststellen, dass der Digitalplayer deutlich teurer ist, aber auch extrem viel Spaß machen kann. All diese Klangvergleiche nützen Ihnen nur dann etwas, wenn Sie sowohl Platte als auch CD hören. Bitte bedenken Sie, dass das nicht notwendigerweise der Fall sein muss. Viele unserer Besucher hören hauptsächlich Schallplatte und die interessiert eigentlich CD oder Streamen überhaupt nicht. Oder wenn, dann nur als Radioersatz und dann können Sie einen kleinen Streamer da dran bauen. Umgekehrt gibt es viele Besucher, die hauptsächlich CD oder digital, sagen wir mal, hören. Die interessieren sich gar nicht für Schallplatte. Und auch dann stellt sich die Frage nicht, dann wird die Anlage halt teurer. Aber der Hörspaß, dieses Erlebnis, was Sie haben möchten, lässt sich mit digital genauso realisieren wie mit Schallplatte. In vielen meiner Videos stelle ich auch ein bisschen Musik vor, um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln. Was machen wir hier? Wie geht das? Was hören wir so? Damit wir uns einen Eindruck vermitteln, verschaffen, was denn die Anlagen so können. Ehrlich gesagt, meistens hängt das von der Tagesform ab. Nicht? Wenn ich zu Hause Händel höre, Orgelkonzerte, dann schnappe ich mir die Platte, habe mir dann zu dieser Aufnahme auch die CD besorgt. Und wenn Sie hier diese Schallplatte auflegen, ist es ein großartiges Erlebnis. Und wenn Sie die CD auflegen, ist es ganz fürchterlich. Und wenn ich das als Beweis nehme, um zu demonstrieren, wie schlecht Digitalsysteme spielen, wäre das unseriös. Denn die Aufnahme ist 60 Jahre alt, also analog. Und ist dann irgendwann mal überspielt worden auf CD. Und der oder diejenige, die das gemacht hat, hatte offenbar keine große Lust oder keine guten Geräte oder beides. Die Aufnahme auf CD taugt einfach technisch nichts. Wenn Sie solche Musik hören, ist es eigentlich nur naheliegend, dass Sie sich eben auch einen Plattenspieler kaufen. Nicht? Warum sollten Sie sich eine CD kaufen, wenn Sie für praktisch gleiche Geld oder vielleicht sogar günstiger extrem gut erhaltene alte Schallplatten sich besorgen können, wenn Sie die noch nicht haben, auf Discogs und vielleicht waschen, damit das Knistern weggeht und sich dann entspannt hinsetzen und eben Händel Orgelkonzerte hören, Karl Richter. Ein Beispiel, wo wir uns unsicher sind, das sage ich ganz offen, ist das hier. Das ist Diana Krall, Live in Paris, eine fantastische Aufnahme, musikalisch, aber auch aufnahmetechnisch. Diese Schallplatte gibt es in ganz vielen Varianten. Das hier ist eine 45er Umschnitt, das gibt es auch als 33er. Die wird immer wieder mal aufgelegt, ist dann vergriffen und wird wieder aufgelegt. Und das gibt es auch als CD. Und das klingt als Platte besser. Ob das daran liegt, dass die 45er Umschnitt-Variante einfach auch technisch Vorteile hat gegenüber einer CD oder die CD schluderig überspielt worden ist, kann ich Ihnen nicht so richtig sagen. Die CD ist okay, aber die Platte ist umwerfend genial. Und auch das wäre, finde ich, ein unseriöser Vergleich. Denn auch hier weiß ich ja nicht, hat der Hersteller, der Produzent dieser Aufnahme bei analog all sein Herzblut reingeschüttet und aufgepasst, dass da alles passt und bei digital gesagt, ach komm, mach mal, wird schon irgendwie was werden. Kann ich nicht sagen. Ganz schwierig wird es bei Musik dieser Art. Das sind alte Jazzaufnahmen, das hier eine Erstpressung. Das gibt es auch als 45er Umschnitt und als CD, SACD. Ich will sagen, in analog und digital, in mehreren Varianten, vom Erstpressung bis hin zu remasterten digitalen und analogen Ausgaben. Die SACD klingt hervorragend, auch als CD.
Die 45er remasterte Variante klingt sehr glatt poliert, interessant, nett. Da bin ich mir unsicher, was ich von beidem besser finde. Da kann man durchaus Klangvergleiche mitmachen. Bis zu dem Moment, wo sie die Originalpressung sich gönnen für durchaus viel Geld. Und dann eintauchen und eine Zeitreise machen und im Jahr 1960 aufwachen. Pi mal Daumen. An all diese Aufnahmen gemacht worden ist. Die klingt kratziger. Die knistert ein bisschen. Aber sie sind unmittelbar dabei. Da stellen sich mir jetzt, während ich erzähle, die Nackenhärchen auf. Wenn Sie sowas sich anhören, ist das großes Kino. Wenn Sie also solche Musik mögen, kommen Sie an Platte gar nicht vorbei. Da stellt sich die Frage nicht, ob digital irgendwie besser, schlechter oder anders ist. Das ist völlig irrelevant. Da brauchen Sie einen Plattenspieler, damit Sie Ihre Erstpressungen hören können. So, dann probieren wir natürlich auch sowas aus hier, aber Greatest Hits, das gibt es auf Platte. Und auf CD und klingt auf beiden gleich gut, genau genommen auf beiden gleich schlecht. Und die Aufnahme taugt nicht viel. Das ist nett, das ist hübsch, macht Spaß und da können Sie schon auch ein bisschen Party feiern. Aber um eine Anlage zu beurteilen, können Sie dafür nicht nehmen. Das ist tolle Musik, das ist ja keine Aussage über die musikalische Qualität von ABBA. Finde ich toll. Es gibt Momente im Leben eines Menschen, wo man ABBA einfach braucht. Aber zum Beurteilen einer Anlage oder eines einzelnen Gerätes ist es leider nicht geeignet. Werden Sie jetzt vielleicht sagen, das wird ja immer unsicherer, was du mir da erzählst, immer nebulöser. Erst sagst du, der CD-Player klingt nur dann gleich gut, wenn er dreimal so teuer ist und jetzt sagst du, naja, eigentlich kann man das ja gar nicht so richtig vergleichen. Das stimmt nicht ganz. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele gezeigt, die, wie ich finde, naheliegend sind, aber Ihnen gar nicht verraten, wie die Qualität des jeweiligen Gerätes, also des CD-Spielers oder Plattenspielers, denn nun wirklich ist. Was ich selber mache und was wir auch an diesen Technikabenden und auch bei Vorführungen gerne machen, ist etwas, das erstmal gar nicht so nahe liegt. Wir spielen ähnliche Musik, suchen uns eine hervorragende Platte und hervorragende CDs. Zum Beispiel Bach. Bach-Kantaten. Das ist eine Musik, die so unendlich reich ist an Ideen, an verschiedenen Besetzungen, an musikalischen Wundern, dass Sie irgendeine beliebige, gut aufgenommene Kantate nehmen können, die einlegen können und ausprobieren können. Vorsicht, Sie mögen die Musik. Wie inspiriert Sie das? Wie berührt Sie das? Eine Serie von Aufnahmen, die ich persönlich sehr schätze, sind von Rilling. Wenn Sie sowas auflegen, großer Chor oder auch Einzelstimmen, Duette, es ist großartige Musik und es ist ein großartiges, auch akustisch großartiges Erlebnis. Diese Musik hat sehr, sehr viele Musiker inspiriert und es gibt eine unglaubliche, schiere Menge an Einspielungen, auch digital. Und ich möchte Ihnen hier zwei für mich herausragend, auch musikalisch herausragende Aufnahmen zeigen, nämlich einmal die Einspielungen mit John Elliott Gardner, wobei jede Einspielung in einer anderen Kirche gemacht worden ist. Wenn Sie also Spaß an sowas haben, horchen Sie mal auf den Raum, in dem die Musiker singen und musizieren. Eine Alternative für all jene, die SACDs spielen können oder wenn Sie auch einfach Spaß haben an einer guten CD, die lässt sich auch auf einem CD-Spieler abspielen. Das hier ist von Suzuki. Auch eine ganze Serie von Aufnahmen, ganz anders aufgenommen, auch interpretatorisch anders. Und hier können Sie sich zurücklehnen, einmal die Platte mit Rilling und einmal die Aufnahmen zum Beispiel mit Gardner hören und sich fragen, was begeistert Sie mehr? Und wenn Sie einen Plattenspieler wie diesen Rega Planer 8 haben und im Vergleich zum Beispiel einen CD 2.1 oder auch einen Metronom, dann werden Sie sich sehr, sehr schnell der Musik zuwenden. Werden sich sehr schnell fragen, Mensch, was passiert denn da gerade? Ist der Chor bei Gardner besser? Oder bei Suzuki? Oder wo auch immer Sie gerade, welche Aufnahme Sie auch gerade da jeweils haben.
Und wenn mir das passiert und auch wenn meinen Besuchern so etwas passiert, dass wir uns dann streiten über die Interpretation, dann habe ich bei der Anlage alles richtig gemacht. Ein weiteres Beispiel. Diana Krall hatte ich Ihnen vorhin schon vorgestellt. Eine ganz tolle Schallplatte, die es als CD gibt, aber da eher so lala klingt. Aber man kann natürlich was anderes machen. Man kann sich von Diana Krall andere Einspielungen besorgen. Diese hier, diese CD, genau genommen SACD, ja, da singt sie andere Musik, aber es ist ja die gleiche Sängerin. Und die ist toll, als CD. Und da machen wir dann auch sowas wie vorhin bei dem Bach, was ich Ihnen gerade erzählt hatte. Das legen wir auf Platte auf, das ist eine Live-Aufnahme. Und das hier legen wir in den CD-Player. Und gucken mal, berührt uns das? Macht das Sinn? Macht das Spaß zuzuhören? Und ja, das tut es auch digital. Ne, sowas hier zum Beispiel läuft in diesem Audio-Note fantastisch. Kann man nicht anders sagen. Das ist großes Kino, weit über seine Preisklasse hinaus und völlig überraschend, was diese Anlage kann. Das, bei Platte, ja gut, weiß man das ja sowieso, dass das toll wird. Aber bei digital, das hinzukriegen, das ist nicht so einfach. So, jetzt haben Sie ein bisschen Musikauswahl gesehen, was wir hier so benutzen, unter anderem. Aber letzten Endes ist die Variante rauszukriegen, wie sowas Spaß macht, eigentlich viel einfacher. Sie hören sich ein paar Platten an, Sie hören sich ein paar CDs an und jeweils fragen Sie sich, macht Spaß? Macht es gleich viel Spaß? Und immer wieder werden Sie merken, dass Platte sehr locker den Sieg davonträgt. Es sei denn, der Digitalplayer ist viel, viel teurer. So, wenn Sie jetzt sagen würden, oh, schön, ja, endlich auch mal was, was nicht Gigatrillionen Euro kostet, sondern zwar Geld, aber eher in Reichweite ist, kommen Sie vorbei, hören sich sowas an und probieren einfach aus, ob das was für Sie ist. Die Anlage selber macht riesig Spaß mit Platte und auch mit CD. Danke für Ihre Zeit.